Kuckuck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Arcania, der ultimativen Gothic 2 Modifier. Nee, Quatsch, warte, falscher Text, Moment. Ich brauche erstmal. Nochmal. Herzlich willkommen bei Jack sagt Arcania, a Gothic Tale. Der von sowohl als vierter Teil der Gothic-Reihe vermarktete, oft verschmähte vierte Teil. Jetzt wusste ich nicht, wie ich weitermachen sollte. So, aber ich hoffe, wir müssen wissen, wie wir hier weitermachen. Ja. Und ich habe in der letzten Folge, wie ein Blöder, versucht hier das Holzbein zu finden. Und ich habe mir jetzt mal im Netz nachgeguckt. Ja. Das ist der Unterschied zu allen Gothic-Teilen bisher. Ich muss wegen irgendeiner Scheiße im Netz nachgucken. Ja, entweder weil ich zu blöde bin oder ich... Keine Ahnung, aber ich denke mal, demnach sollten wir das Holzbein finden. Ihr müsst es zur Mine gehen. Richtig? Richtig. Richtig? Richtig. Wird er gemacht? In den Typ letztens. Richtig? Richtig. Oh. Und... Während ich hier nach dem Holzbein suche, möchte ich mir ein paar Sachen ansprechen. Ich habe hier so meine Problemchen hier mit den Goblins und... Naja, erstmal mit den Goblins. Ich weiß ja, was noch für Horden alles auf mich zukommen hier. So, also ist die Wahl entweder da zwischen Magie oder ganz normal Krieger. So, wie wir es ja mit dem alten Kelten, also mit Robert dem Dritten gemacht haben. Ich habe Arcania zweimal bisher in meinem Leben durchgespielt. Ja, Schande über mich, Entschuldigung. Und ich habe wirklich mich nicht einmal davon abbringen lassen, Krieger zu sein. Also ich wollte die feste, fette Rüstung tragen. So, also wäre es von der Sache her natürlich mal eine Abwechslung, auch mal den Magier zu versuchen. Der Magier wurde mir angeraten vom Askorot. So. Hat doch die Vorzüge gerühmt, hier als Magier zu spielen. Vielleicht werde ich das sogar machen. So, denn es gibt, denn als Magier sollten wir das Ganze ein bisschen einfacher haben. So, andernfalls, wenn ich als Krieger nur als Hau-drauf-Maschine hier durchrenne, könntet ihr mich doch das ein oder andere Mal fluchen hören. So richtig ernst fluchen hören. Das habt ihr ja schon erlebt. Bei der Bestie, bei Götterdämmerung, hier bei der Spinnenkönigin da. 4-4 und so weiter. Aber für den einen oder anderen vielleicht interessant sein für euch, mich hier ausrasten zu sehen. Das Problem ist nur, dass es das Ding hier unendlich in die Länge ziehen würde. Ja, wollt ihr Arcania in die Länge ziehen? Ja. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr davon haltet, Magier oder Krieger. Ich entscheide dann aus dem Bauch heraus, was ich tue. Ja. Und... Noch ein Wort zum Askerot. Es freut mich natürlich unheimlich, dass du hier mit dabei bist. Als Zuschauer und hier das ganze Ding verfolgen willst. So, freut mich, wie gesagt, sehr, weil der Askerot, wer 7 Mann ein Safe Game gesehen hat. Der Askerot ist einer von 3 Personen, von 3 Zuschauern, die wirklich, euch wirklich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, großen... große Ehre verdient haben. Weil ich fange mal bei erstem an. Es war, glaube ich, Apfelkuchen. Der Zuschauer Apfelkuchen hat, krasser Name, ich weiß, hat auch mitgezählt, paar Counter gemacht und sowas. Und hat uns am Ende jedem der 7 Mitspieler einen legendären Titel verliehen. Bei mir war es natürlich der Kuckuck des Todes. Was soll das anders sein? So, als irgendwas mit Kuckuck. Dann wäre der Fred, von mir aus schlag mich tot, ich weiß hier gar nicht. Das nennt sich Fred und dann noch ein paar Zahlen dahinter. Ich weiß, jetzt komme ich jetzt gerade nicht auf die Zahlen. Jo, auf jeden Fall war es der Fred. Hat auch Counter gemacht. Und der Asgro, die haben Kill-Counter gemacht, die haben EP-XP-Counter gemacht. Jack XP. XP-Counter gemacht, Quest-Counter, alles mögliche, die haben ausgewertet ohne Ende und vor allem der Askerot, der hat auch dann noch hier auf seinem Kanal 2 Videos dazu gemacht, einmal, was war das,
Die Auswertung. Tut mir leid, Askarot, wenn ich gerade nicht auf den Titel komme. Die Endauswertung und dann die Siegerehrung. So. Er hat da wirklich mit Diagramm und alles so aus. Ja, im Ganzen, er hat das Ding ganz genau bis aufs kleinste Detail analysiert. Ja, muss ich sagen, Ehrenmann. Das gefällt mir. So, geht auch mal auf seinen Kanal. Ich werde ihn vielleicht mal unten verlinken. Nur für diese Folge, weil ich ihn jetzt erwähnt habe. So. Ja. Und die Siegerehrung, das habe ich auch geschrieben bei der Siegerehrung, hat dadurch, dass ich natürlich die letzte Folge dort gemacht habe, an mich gerissen habe, habe ich natürlich die meisten EP, XP erreicht. Ist klar, ist logisch. So. Aber ich habe mir auch geschrieben, die eigentliche Ehrung gilt den dreien, allen voran mit Askarot, durch seine Videos eben auch mit dadurch, muss ich sagen, top. Solche Zuschauer findet man selten, die da auch wirklich mit dabei sind und auch interaktiv auf diese Weise so mitarbeiten. Ja, vielleicht macht er ja hier auch so ein Geldkater für mich, ich weiß es nicht, nee, keine Ahnung. Vielleicht, ja. Naja, aber das wollte ich nur noch mal gesagt haben, hier direkt in eins von meinen Let's Play, jetzt wo er hier mit zusieht. Zwei? Ja. Ich finde es ja dann immer schön, wenn sich so Zuschauer ganz besonders engagieren und auch Interesse dadurch an der Sache zeigen. Hier, Sie sehen? Er war einen halben Kilometer weit weg, trifft mich aber trotzdem. Willkommen bei Organia. Jawohl. Und glaubt, eine ähnliche Sache gab es ja auch bei Risen 3. Die Viecher sind einen halben Kilometer weit weg, spring einen aber immer noch an. So, jetzt nehmen wir den mal aus. Haben wir den jetzt ausgenommen? Natürlich nicht. So. Wir sollen also hier hochgehen. Warte mal, hier geht's noch. Geht's hier lang? Hier geht's nicht lang, oder? Links. Das ist hier. Wo geht's hier hin? Hä? Wir gehen mal hier hinten lang. Wir speichern mal hier auf diesen faszinierenden Schnellspeicherstand, der mir nicht mal eine Anzeige gibt, dass ich gespeichert habe. So. Und um zu diesem Holzbein zu kommen. Wie gesagt, wir sind jetzt immer noch auf der Suche nach dem Holzbein. Wenn wir das Holzbein haben, gehen wir in die alte Mine. Es ist nicht die alte Mine. Es ist aber eine alte Mine. Weiß ich, ob das auch so ein Versuch ist, so hier originales Gothic-Element hier reinzubringen, indem sie das ganze Ding so als alte Mine bezeichnen. Kann sein, muss aber nicht. So, wir rennen mal hier hinten im Kreis. Ach so, ich habe ja jetzt diese Questmarker hier aktiviert. Die werde ich dann bei Gelegenheit wieder ausmachen, erst wenn wir das Holzbein gefunden haben. Weil östlich vom Turm wurde uns ja gesagt. Im Osten vom Turm. So. Stimmt, und da haben wir. Gut, der Kaffee hat das geschrieben. Grüße nochmal an Kaffee. Die verschiedenen Grafikstile hat er gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass du damit meinst hier. Mir kannst du jetzt mich bescheuert halten, wenn ich jetzt das falsch verstanden habe. Ich weiß nicht, ob du das damit meintest. Anwenden. So. Ich mache jetzt mal das hier. Warte mal. Ich mache jetzt mal diesen Blick. So. Dann mache ich mal zurück hier. Ich will die Maus jetzt nicht bewegen. Dann gehen wir hier. Ach, scheiße. Video. Dann machen wir hier.
das wieder auf europäisch anwenden. Zurück. Escape. Jo. Was hat sich dadurch verändert? Ich werde vielleicht mal Screenshot machen, um direkt einen 1:1 Vergleich zu haben. Aber ich glaube, es ist ein Stückchen unbunter, will ich es mal nennen. Düster will ich es nicht gleich bezeichnen, aber unbunter bei Amerikani. Was war, jetzt habe ich europäisch. Bei Amerikanisch steht, glaube ich, auch da. Mehr Farben. Und hier hinten bin ich das eine Mal vor Goblins davon gerannt. So will ich nicht tun. Jetzt muss ich mich den Viechern also stellen, ja, oder? Ja, wir haben aber noch entfernte Waffen hier. Also Waffen haben wir sowieso. Fernkampfwaffen. Jetzt fängt das wieder an zu pissen hier. Ah, flucht doch mal. Rechts oder links? Ja, geh hier den längeren Weg. Wir wollen hier Erfahrungen sammeln. Wir wollen das ganze Ding ausgeschafften. Für euch auch schon immer nicht alleine. Also machen wir das Ding hier mit. So, guck mal, da vorne stehen sie schon. Da, was ist das? Habe ich den wenigstens getroffen? So kann das ruhig bleiben hier, komm. Treffe ich den wenigstens? Natürlich trifft er mich. Ich weiß nicht, ob ich den treffe oder. Hier, friss mal hier. Warte. Nein. Speichern darf ich natürlich nicht. Das Problem durch dieses Gestrüpp sehe ich den nicht richtig. Aber ich glaube, ich treff den. Wie viel hat er noch? Hälfte. Jetzt war er weg. Jetzt darf ich sogar speichern. Guckt euch das mal an. Hier, friss mal eine Bandage hier. Komm. So. Ja, immer so trickreich kämpfen hier. Das hat sich, tatsächlich nicht geändert. Das war ja in den originalen Gothic-Teilen, in den alten Gothic-Teilen auch so. Jawohl. Ah! Aber keine Ahnung, wie viele Pfeile ich überhaupt noch habe. Ist aber nett. Oh, hier, wir machen das natürlich Bug-Using. Ist das Bug? Sind das direkt Bugs, wenn der hier festhängt? Wenn der zu doof zum Laufen ist? Das kriegt uns vorne rum. Ah! Spitz ja wohl. Du blöde Ratte. Auf ein Schießduell lasse ich mich gerne mit euch ein. Aber nur wenn ihr nicht unbedingt gleich mit Magie oder sowas schießt. Guck. Schießduell gewinne ich locker, ja. So. Der war einmal. Jetzt steck mal das Ding weg hier. Komm. Wo liegt er hier? Goblin. So. Ja klar, Hubschrauber. Ja, super, komm, hier. Ja, so klar, komm.
Die machen ihn jetzt, das weiß ich. Ich bin der Tod. Ich weiß, die holt mich noch. Das ist doch meistens so. Ich habe nur noch einen Strichel, die haben nur noch einen Strichel. Genau so. Ja. Leute, ich will nicht erst stundenlang hier im Menü das auswählen. Wozu habe ich die F9-Taste? Das muss, ihr Knall auf Fell muss das gehen hier. Will ich erst stundenlang hier im Menü rumwühlen? Das ist doch kacke. Jetzt renne ich natürlich wieder knallhart zurück. Ja, guck mal, was wir hier haben. Haben wir mal. Pfeil. 30% mehr Schaden. Ja, das ist mir auch klar. Was haben wir hier? Geheimnisse der Schmiedekunst. Ja, ach so. Nochmal hier. Ich bin heute dabei, hier Zuschauer zu loben. Der Kaffee hat mir geschrieben, Grüße nochmal an Kaffee. Muss man die Rezepte nicht lesen, das werden wir jetzt rausfinden. Essbares, hier Schriftstücke, war das Ding, sonstiges, Ausrüstung. Hab ich bescheuert? Essbares. Essbares, Ausrüstung, sonstiges. Questgegenstände. Schriftstücke, hier steht's doch. Ja. Wissen. Ihr Rezept ist bereits gelernt worden. So. Okay, ich muss das tatsächlich mit der rechten Maustaste. Hier ist deine Antwort, Kaffee. Ich muss mit der rechten Maustaste hier rechts klicken, das steht sogar. Zum Lernen. So. Dann ist das natürlich weg. So, das auch, das Rest. Und die hier, von denen ich mehrere habe, und ich habe es natürlich schon gelernt, kann ich verkaufen. Du hast genügend, ja. Ich weiß bloß nicht, wo wieder der Bildschirm zum Bauen war hier. Verdammt. Nee, Kreaturen? Nee. Wo war denn das? Das gucke ich dann mal ganz in Ruhe nach. Jetzt will ich erstmal die Blutfliegen hier oben. Ja. Wo sind die Viecher? Wo die Ärzte hätten wir. Hier, der haut erstmal dreimal, das ist genauso wie in der Höhle hier. Deswegen wäre ich fast schon wirklich dafür, hier Magier zu machen. Warte mal, was liegt denn hier vorne? Hier liegt doch irgendein Plunder rum. Was liegt denn hier? Nee, ich muss los. Lass mir Ruhe. Hier schon wieder. So, wieder F9 gedrückt, nichts passiert. Ich hasse den Scheiß. Spielstand laden. Ja, ich will das laden. Es würde viel schneller gehen. Jo, komm, mach. So. Ne, wir rennen erstmal nicht davor. Das machen wir dann auf dem Rückweg. Oder? Hier irgendwo oberhalb von dem Mineingang, also von dem Loch da. Warte mal. Wir gucken mal uns die Map hier an. Was haben wir denn hier? Wir sind hier schon bei dem hier. Wir müssen hier in diese Ecke, will ich. Jo. Also müssen wir doch dorthin.
So, da drehen wir mal gepflegt. Sag mal, wo versteckt denn ihr euch dauernd? Sag mal. Ihr kotzt den an, ja? Das ist so eine. Wie ich in der Folge gesagt habe, hier in der Inn. Ja, wir machen jetzt sofort das F9 hier. Das kotzt mich an, dieses Neugelade dauernd übers Menü. Oh. Wo verstecken die sich? Jetzt, wo bin ich lang gegangen? Map. Ich will genau in die andere Richtung. Hier will ich lang. Genau hier vor. Wir waren hier vorne irgendwo. Da oben. Schieß mal natürlich erstmal daneben. Bewege dich, Kollege! Bewege dich! Lern endlich, dich zu bewegen! Das ist ja furchtbar mit dem Kerl! Kriechen die sich jetzt hier oben? Ich wollte endlich das Holzbein hier einsacken und nicht hier stundenlang. Muss der mit seiner scheiß Magie loswerden. So, die anderen kann ich mir so holen. Die kriege ich so schon noch. Guck mal hier. Lässt er ab von mir? Ja. So. Kann ich erstmal hier, aber wo können wir uns heilen? Hier, nimm der Bandage und fertig. So. Haben wir die Gegend hier hinten auch nochmal auskundschaftet und gesäubert? Ist ja nicht unbedingt was Verkehrtes. Ja, ist ja nicht Schlechtes. Ja. Wir speichern nochmal und rücken den jetzt mit dem Pfeil hier nochmal zu Leibe. Der gefährlichste von allen, der ist ja weg. Komm, den einen Schlag hättest du auch noch machen können, ja. Oh. Hätten wir das. Ich hoffe, ich kann meinen Weg jetzt hier ganz getrost fortsetzen. Wie lange haben wir? Latscht hier schon wieder irgendwas hinter mir her? Oder was machst du bloß diese großen Schritte? Hier oben soll irgendwas sein. Da wird irgendwas angezeigt. Kommst du hier hoch? Wie komme ich denn hier hoch, Mensch?
Oder da oben drauf. Also. Junge, Junge, Junge. Und hier vielleicht? Oder hier oben auf den Felsen drauf. Ja. Ja, hier. Und was ist hier? Was soll jetzt hin? Keine Ahnung. So, wir gehen mal weiter wieder hier vor. Ist da noch einer? Oh, die Dinger, also die sind ja noch lässiger als bei Gothic 3 hier, ehrlich. Ich dachte schon, die wären in Nordmar hier, eine Plage, aber das hier, das ist ja Wahnsinn. Wussten sie nicht, wie sie die Welt hier vollbacken sollen, haben sie überall Goblins hingepackt und fertig. Ja. Keine Feinde mehr, oder? Dauerblocken ist verboten. Nee, hau doch mal ab. Ja, blöd, man hätte sich jetzt wirklich noch treffen lassen. Ja, speichern. So, hier irgendwo oberhalb von dem Dinge soll das sein. Was haben wir denn hier? Rostiges Schwert. Oben. Wie komme ich hier hoch? Wir gehen mal direkt in die Ecke hier runter. Jawohl. Ach nö. Okay, das ist wirklich eine solche Sonder ohne Gleichen, ja. Ja, heil dich erstmal. Bevor wir einen Goblin-Kampf gegen die Goblin. Ne, Pfeile hatte ich ja keine mehr. Scheiße. Das sind ja gleich vier auf einmal. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Wir brauchen erst Pfeile. Warte mal. Ne, ich lade mal neu. Ich versuche mal was anderes. Wir sind fast schon durch hier für heute. Wir haben doch Essbares, wir haben hier Schriftstücke. Wir haben hier doch Magie. Ne, das nicht. Blitzschlag. Das macht aber auch nicht besonders viel. So, wir machen mal die Null. Welcher war denn jetzt der mit der Magie? Der da. Das hat sich ja gelohnt. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücktrampeln wegen den, um mir hier Pfeile zu besorgen, weil ohne Pfeile nur mit Nahkampf, dann ist mir das zu fett.
Teleporter können wir ja auch vergessen in der Runde, das ist genauso scheiße. Und da drüben sehen wir die Region, wie gesagt, wo wir dann noch hin müssen. Dass wir nicht schwimmen können, ist äußerst bedauerlich, weil da ist eine kleine Insel, wo man hätte noch ein bisschen auskundschaften können. Wir rennen jetzt noch bis zur gespaltenen Jungfrau, das mache ich jetzt noch. Und dort mache ich dann Feierabend für heute. Viel geschafft haben wir heute nicht in der Folge. Ich habe ein bisschen geschwätzt. Aber auch solche Folge macht das Ganze mehr Gothic gleicher hier. Das war. Situation haben, wo wir einfach mal in der Folge einfach nur ein paar Viecher plätten und hier in der Gegend rumtrampeln. Ohne wirklich was zu schaffen. Ob das jetzt ein Pluspunkt für Argania ist oder nicht. Oder ein Minuspunkt für mich persönlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich erstmal, wo wir hin müssen. Dann wäre die Suche nach dem Holzbein hoffentlich in der nächsten Folge dann durch. Ja. Gut, dann würde ich hier an der Stelle abspeichern. Hier ein neuer Spielstand. So. Und damit hoffe ich, das ganze Ding hat euch trotzdem ein bisschen gefallen hier heute. Oh. Und damit Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen und auf Wiedersehen.